Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen ein neues Spiel, Black Set Under the Skin. Es ist ziemlich dunkel, also ich hoffe, das ändert sich noch bald, aber vielleicht möchten wir das auch gar nicht so sehen. Außerdem sollte ich davor warnen, es wurde explizit darauf hingewiesen, dass dieser Inhalt nicht für alle Altersklassen geeignet sein soll, also ein bisschen vorsichtig, ne? So, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, das wird ein etwas längeres Let's Play, wie es scheint. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Wir werden es ja jetzt herausfinden, ne? Jedenfalls, gehen wir erstmal rein. Ja, spielen. So. Tutorial. Dieses interaktive Drama verwendet eine ähnliche Steuerung wie bei anderen Spielen gleichen Genres. Möchtest du trotzdem das Tutorial aktivieren? Ich denke, das sollten wir mal in Anspruch nehmen, ne? Ja. So. Dieses Spiel speichert deine Fortschritte automatisch. Das Symbol unten zeigt an, dass dein Spielstand gespeichert wird. Super. Bitte schalte deinen Computer nicht aus, solange dieses Symbol angezeigt wird. Black Set Under the Skin. Ja, ich habe leider keinen Controller. Also ich meine, ich habe schon einen, aber der funktioniert irgendwie nicht. Ich versuche es mit der Maus. Das war mir dann doch zu doof. So, passe mit den Kontrast an, bis die Silhouette rechts nicht mehr zu sehen ist. Das mache ich sehr gerne. Nicht mehr zu sehen ist. Okay, jetzt sehe ich es noch ein bisschen. So, ich mache es mal etwas heller für YouTube, ne? Weil manchmal, das ist so, dann werden die Sachen doch etwas dunkler angezeigt. Okay, so. Laden, sehr gut. Ich möchte übrigens bemerken, dass diese Musik, die hat mich schon sofort gecatcht. Ja, mal gucken, was Herr und Frau YouTube dazu sagen. Wenn ihr die Musik nicht hört, dann ist das sehr schade, sehr bedauerlich. Aber dann schneide ich die einfach raus, weil ich habe keine Lust auf dieses, ne, so mit GEMA und hast du nicht gesehen. So, Ladebildschirm, hallo. Er lädt immer noch bei 99%. Ich bin so froh. Und es speichert auch gleich, cool. John Blackset, Private Detective. Manchmal, wenn ich mein Büro betrete, kommt es mir vor, als wanderte ich durch die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Nicht wegen der Unordnung, die dort herrscht, sondern weil es sehr den Überresten jenes zivilisierten Wesens ähnelt, das ich einst war. Wo ist der verdammte Detektiv? Dem reiß ich den Kopf ab, ich schwör's! Ich reiß ihm die Augen auf! Hey, du! Her mit den Fotos, du Wichser! Sofort! Sonst bist du gleich eine tote Katze. Hast du verstanden? Oh, was, das geht ja schon gut los. Tutorial-Gespräche. Wenn du mit anderen Charakteren redest, entscheidest du, was du fragst oder antwortest. Bei manchen Gesprächen hast du alle Zeit der Welt, bei manchen musst du schnell antworten, bevor es zu spät ist. In solchen Situationen kannst du auch einfach schweigen. Okay, wer bist du denn und was denn für Fotos? Wir können beides wählen. Aktiviert, was denn für Fotos? Was für Fotos sollen das denn genau sein? Das weißt du ganz genau. Ich und eine Dame. Vor 2 Tagen. Ah, stimmt. Und jetzt bist du neugierig. Ja, da gibt's ein paar Ungereimtheiten. Ich bring den... Was? Quicktime Events, WASD, natürlich. Ab und an musst du schnell handeln und dich mit bewegen. Sei auf der Hut. Es kann sein, dass dir nur sehr wenig Zeit bleibt, dich zu bewegen, bevor es zu spät ist. Ach, das ist ja genau was für mich. Also D. Tipp aktiviert. D.
Das sieht nicht gut aus. Was? Oh mein. Tutorial, nochmal QuickTime. An bestimmten Stellen des Spiels musst du schnell auf dem Bildschirm angezeigte Taste drücken, um eine bestimmte Aktion auszuführen. Hier ist die Leertaste aktiviert. Manchmal musst du eine Taste so oft drücken, bis sich der Kreis darum geschlossen hat. Okay. Machen wir mal. Tipp. Her mit den gottverdammten Fotos! Verdammt, verdammt, verdammt. Okay. So, was denn noch? Meine Güte. Im Spiel musst du immer wieder Entscheidungen treffen. Manche haben geringfügige Auswirkungen, etwa ob du mit einem Faustschlag oder einem Kopfstoß angreifen willst. Doch pass auf, Entscheidungen haben weitaus schwerwiegende Konsequenzen. Bei manchen Entscheidungen hast du alle Zeit der Welt. Bei manchen musst du schnell entscheiden, bevor es zu spät ist. Kopfstoß oder Faustschlag? Gut, hier können wir noch auswählen. Das ist in Ordnung. Weiß ich nicht, scheint mir beides nicht so angezeigt, weil er hat da dieses Horn da. Ich versuch's mal mit dem Faustschlag. Mal gucken, was passiert. Tipp. War nicht das erste Mal, dass ich es bereute, einem Kerl wie dem eine zu verpassen. Ja. Doch immerhin hatte ich noch genug Zeit, ihn da zu treffen, wo es richtig wehtut. Unterleib. Ui. Juhu. Ich meine, ich wollte sagen. S? Was ist S? Halt, S habe ich schon verpasst. Verdammt. Erneut versuche? Das ist nicht dein Ernst. Ich bin gestorben, geil. Ich bring dich um. Okay. Leertaste. Cool, 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 cool. So. War nicht das erste Mal, dass ich es bereute, einem Kerl wie dem eine zu verpassen. Doch immerhin hatte ich noch genug Zeit, ihn da zu treffen, wo es richtig wehtut. Ja, los, Unterleib. Jo! Und jetzt sehe ich da S. Nein! Oh. Boah. Das gibt's doch nicht. Alter! Das fängt ja gut an. Das ist genau mein Spiel, ne? Merkst du. Ah, ja. Ich wollte euch das nur noch mal zeigen. D. So, jetzt. Oh, Leertaste. War nicht das erste Mal, dass ich es bereute, einem Kerl wie dem eine zu verpassen. Immerhin hatte ich noch genug Zeit, Beste. Ihn da zu treffen, wo es richtig wehtut. Ich habe keine Zeit hier. Los, S. Und was jetzt? Nochmal S? Oder was? Gib mir die Scheißfoto! Okay. Cool. Oh Mann, du hast mir den Kiefer gebrochen. Was? Das ist ja so im Arsch wie deine Ehe. Wenn du meiner Frau diese Fotos zeigst, bin ich geliefert. Ja. Dann kann ich mein Leben ruinieren. Er ist mit Witzelson gerade, seine Frau betrogen hat. Okay. Klar, die Knarre hat nicht funktioniert. Also drücken wir auf die Tränendrüse. Ich hätte die doch nie benutzt, Mann. Ich könnte nicht meine Fliege abknallen. Alles klar. Und ich bin auch kein Fremdgänger. Das war doch nur ein einziges Mal zum Himmel. Ich bin bloß ihr Leibwächter, mehr nicht. Die hat mich verführt. Ich liebe meine Frau bei allem, was mir heilig ist. Ich habe sogar meinen beschissenen Job für die aufgegeben. Du kannst deine Familie doch nicht wegen eines kleinen Fehlers zugrunde richten. Das ist einfach nicht nur okay. Oh, noch mehr Tutorial. Notizbuch, Benachrichtigung, alles klar. Robert der Fremdgänger. Die wichtigsten Informationen, die du bei deinen Ermittlungen findest, wandern in dein Detektivnotizbuch. Wurde ein neuer Eintrag hinzugefügt, erscheint eine Benachrichtigung. Cool. So, was soll man machen? Ist mein Job. Das ist einfach nicht okay. Was heißt das denn? Oder wie? Du hast eine Familie zugrunde gerichtet? Nicht ich. Nicht ich. Okay, ist mein Job, das ist einfach nicht okay. Also Familie zugrunde gerichtet, weiß ich nicht. Ich finde, es steht uns kein Urteil an. Also ist mein Job. Tipp. Hör mal, du passt auf die Kleine auf und ich schnüffle Leuten wie dir hinterher. Wir müssen alle schön professionell bleiben, egal wie sehr uns das auch manchmal ankotzt. Gut, wie wär's hiermit? Du gibst mir diese Fotos und ich tische eine Notlüge auf und ich bezahle dir das Zehnfache von dem, was sie dir angeboten hat. Nein. Du rettest meine Familie und streichst dazu noch ein hübsches Sümmchen ein. Nein. Was meinst du, abgemacht? Ich konnte mich nicht erinnern, jemals etwas anderes als schlechte Jobs, Schulden und Sorgen angehäuft zu haben. Meine Selbstachtung und mein Kontostand lieferten sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen um den absoluten Tiefpunkt. Wie, ne? So.
Es stand mehr als nur Geld auf dem Spiel. Der Kerl schien mir eine ehrliche Haut zu sein. Das Beste, was ich für seine Frau tun konnte, war die Wahrheit vor ihr zu verbergen. Ganz gleich, wie mies ich mich dabei fühlen mochte. Also schön, ich sag deiner Frau, dass du sauber bist. Und jetzt versch... Du hast eine Bestechung abgelehnt, dich aber bereit erklärt, seine Frau zu belügen. Wenn du eine Entscheidung fällst, die großen Einfluss auf die Ereignisse im Spiel haben, wird erscheint eine entsprechende Benachrichtigung. Cool. Ja. Tipp, 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 bevor ich mich vergesse. 3. Großer Gott! 2. Ist echt in Ordnung, Blackset. 1. Du wirst es nicht bereuen, Eugene Colbert geholfen zu haben. Das verspreche ich dir. Mein ungebetener Gast hatte mir gleich mehrere Geschenke hinterlassen. Ja. Und es lädt wieder. War die richtige Entscheidung, glaube ich. Also für mich zumindest. So, ja. Erstens mal eine geschwollene Hand. Die Haut des Kerls war steinhart. Zweitens eine leere Brieftasche. Business as usual. Drittens fragte ich mich jetzt, ob meine letzte Entscheidung wirklich die richtige war. Was ist jetzt? Und last but not least war ich mir sicher, dass weitere Geschenke folgen würden. Ist ein netter Kerl, du... Siehst du, was habe ich dir über meinen Kumpel Blackside erzählt? Er kennt dich nicht mal und bietet dir schon was zum Sitzen. Anklopfen brauchst du nicht, oder was? Tja, ich bin so, setzen Sie sich doch. Ja, Jake hat recht, natürlich. Ich, Gentleman, bitte setzen Sie sich doch. Halt die Klappe und hör zu, Kumpel. Ich habe hier eine Klientin für dich. Warum muss ich mich so schnell entscheiden? Ich würde erst mal drüber nachdenken wollen. Hier ist Rauchen verboten. Okay. John Blackset, Private Detective. Er ist speichert. Wie schön. Das ist schon cool, ne? Es ist nur eine Hauswand, aber ich finde es schon klasse. So, sie erzählt die Geschichte, von der wir gar nichts mitbekommen. Was? Warum kriege ich nichts von der Geschichte mit? Warum hakt es hier? Was ist da los? Was ist hier los? Soll das so sein? Bestimmt nicht, ne? Warum kriege ich die Geschichte nicht mit? Ich muss doch wissen, worum es geht. Also es geht übrigens um die Detektivspiel. Und genau deswegen müssen wir ihn unbedingt finden. Sonst haben wir ein echtes Problem. Danke für die Informationen und das Foto. Das wird uns beides weiterhelfen. Ich fasse mal schnell zusammen. Ja, Hotspots. Mit Tab kannst du verschiedene Hotspots durchgehen. Drücke um einen Hotspot auszuwählen, den du benutzen möchtest. Okay, alles klar. Tab. So, ich möchte den benutzen. Bobby Yale, ein Boxer aus Dunn's Club, hat in 2 Wochen einen immens wichtigen Kampf gegen den amtierenden Champion. Doch vor 2 Tagen ist er verschwunden. Ja. Okay, gut. Hotspot wechseln. Tab, Hotspot wechseln. Ach so, es geht nur noch der. Ihr Vater, Joe Dunn, Boxmanager und Boxclubbesitzer, hat sich vor 2 Tagen erhängt. Ja. Okay. Wie kann ich das Inventar... Kurz gesagt, taucht Bobby Yale nicht zu seinem Kampf auf, müssen sie Strafe zahlen. Doch da sie gerade nicht flüssig sind, müsste der Boxclub ihres Vaters wohl dicht machen. Ja. Sie wollen also, dass ich Bobby Yale für sie finde. Ja. Und? Nein, Jake will, dass sie Bobby finden. Ja. Oh. Verstehe. Nun, erstens... Was ist jetzt? Sind Sie sicher, dass Sie selber umgebracht haben? Beste Chance? Herzliches Beileid. Okay. Okay, ich versuch's mal mit W.
Ihr Vater hat sich an eben dem Tag das Leben genommen, an dem sein Zögling verschwand. Mit Verlaub, da ist doch was faul. Verdammt nochmal, John. Übernimmst du jetzt den Fall oder nicht? Ja, können wir, wenn alles vorbereitet ist, sicher, aber billig wird das nicht. Bedauere daraus wird nichts. Nö, ich mach's nicht. Okay. Klar. Ich weiß, dass Sie knapp bei Kasse sind. Wie wär's also hiermit? Wenn ich den Fall löse, schauen wir mal, wie viel Sie bezahlen können. Ich bin mir sicher, wir können uns auf ein angemessenes Honorar verständigen. Sie überlegt, aber sie stimmt zu. Laden. Na siehste. Okay, das mit den, dass ich mich so schnell entscheiden muss bei Gesprächen, finde ich so mittel, weil ich würde mit euch zusammen natürlich erstmal gerne drüber nachdenken. Nun gut, 8%. Wow. Laden. Aber ist schon cool, ne? Die, also so mit, dass das Tiere sind. Naja. Das mit dem Speichern wird wahrscheinlich ein kriminell. Jetzt hat er gespeichert. New York liegt an. Wir müssen uns also immer bis zum nächsten Speicherpunkt vorhangeln. Das wird lustig. Gift Shop. Lickers. Ein Krokodil. Hamburgers. Der Rest ist... Oh, warte mal. Die Hamburgers, ist das dann schon... ich... Hamburger, die essen also Kühe. Na? Kannibalismus. Hotel. Was haben wir da noch? Bakery. Oh, Bakery. Helen's My Boxing. Da ist es. Joe Dunn's Boxing Gym. Ich weiß, dass ihr Yales Apartment schon erfolglos durchsucht habt. Aber ich will es mir selbst nochmal ansehen. Bobby Bates Adresse. Komme ich da eigentlich... Wie komme ich da hin? Die Frau Mary Purnell, die Joe Dunns Leiche gefunden hat, die arbeitet Teilzeit in Sam's Diner, die Straße runter links, oder? Das stimmt. Ich denke, der werde ich auch mal einen Besuch abstatten. Und hier im Boxclub werde ich mich natürlich auch umsehen müssen. Gut. Ich denke, für den Anfang habe ich genug. Okay. Mary Perel, Kellnerin. So, jetzt können wir uns bewegen. Tutorial bewegen. WSD kannst du in eine beliebige Richtung bewegen. Cool. Was ist das mit dem 1 und 2 dort oben? Okay. Ich probiere es einfach mal. So, das funktioniert ja ganz hervorragend. Wer hätte es gedacht? Was? Du kannst die Kamera bewegen. Okay. Immer nur einen kleinen Ausschnitt, aber es geht. Gut. Mit Tab kannst du die verschiedenen Hotspots durchgehen. Alles klar. Jo, habe ich verstanden. Enter, um den Hotspots auszuwählen, den du benutzen möchtest. Natürlich. Ist das dann? Wow. Dann Musiker. Okay, Hotspot wechseln. E, mit E und Q kannst du zoomen. Oh, das wird ganz fürchterlich. Okay, er hat scharfe Krallen. So, mit Tab zu einem anderen Hotspot wechseln. Gut, und wir sind immer noch im Tutorial. Ja, ich habe, ich möchte das Mikro haben. Okay, ich möchte wohl nicht das Mikro haben. Backspace. Drücke, um die Detailaufnahmen des ausgewählten Hotspots zu verlassen. Lass uns doch erstmal, okay, gut. Ja, Tipp deaktiviert. Also gut, wir konnten uns nicht alles ansehen, ne? Tutorial, Notizbuch. Das wird immer verrückter. Nicht so viele Tasten. Um das Notizbuch zu öffnen, da haben wir. Okay, sobald du das Notizbuch geöffnet hast, kannst du alle Notizen durchgehen, die du bei einer Ermittlung gemacht hast. Wähle den Charakter, über den du mehr erfahren möchtest, um die entsprechende Stelle zu öffnen. In der Hilfeleiste unten auf dem Bildschirm findest du alles zur Steuerung und Funktion. Mit Maus und Tastatur kannst du das Notizbuch durchgehen. Jetzt mache ich auch noch die Maus. Echt? Okay. Ja, vielen Dank. Tipp deaktiviert. QA. So, okay. Index. Notizbuch öffnen. Natürlich. So, Eugene Colbert. Genau, das war ihmchen. Zoom. Escape zurück. Nee.
Wo kann ich noch hingehen? Achso, das muss ich jetzt mit der Maus machen. Ne, muss ich nicht mit der Maus machen. So muss ich das machen. Okay, vielversprechender Boxer in Dunn's Gym, Bobby Jail. Dunn's Todestag verschwunden. Dunn's Gym wird dicht machen müssen, falls er nichts gegen den amtierenden Champion Stone im Madison Square Garden auftritt. Da ist seine Adresse. Jake Osborne, alter Freund. Stand da eigentlich noch mehr? Nix, aber ich sag's deiner Frau. Ja, schon klar. Was hat das damit zu tun? Ja, das war einfach nur für Tutorial, ne? Amtierender Champion. Kampf gegen Jail in Miss... Oh, das ist ja cool. Okay. Sonja, gut, brauchen wir im Moment nicht so detailliert, ne? Saxophonspieler. Joe dann. Okay. Eigentümer. Mary arbeitet in Sam Styler, gleiche Straße wie Boxclub. Okay, alles klar. So, und Mr. Escape, komme ich da raus, ne? Ja. Sehr cool. Okay. Was? F2 um das? Das wird immer verrückter. Das kann ich mir nie im Leben merken. Oh. Okay, du kannst gerade keine Schlussfolgerung ziehen. Zunächst musst du genug Hinweise sammeln. Okay. Ja, cool. Ist er da nackig? Was? Auswählen? Zurück. Nee, zurück. So, Escape. Öffnest du das Menü? Ja, das möchte ich jetzt aber nicht ausprobieren. Na gut, ich möchte es ausprobieren. Hall of Fame. Laden. Fortsetzen. Jawohl, im Hauptmenü erhältst du Zugriff. Ja, ich glaube, das ist schon klar, ne? So, drücke, um das Menü zu schließen und weiterzuspielen. Sehr gerne. Tipp deaktiviert. So, können wir jetzt. Alles klar, hier haben wir das. Genau, zack, aber mehr geht nicht. Okay. Nein, warte, und schon mache ich es falsch. So, okay, alles klar. Gut, wo gehen wir jetzt hin? Nach oben oder nach unten? Nach oben. Erstmal den Blick über die Stadt genießen, ne? Ist bestimmt voll schön hier. Siehste? Was, halt, was war das? Okay. Hall of Fame, weiter? Was ist das? Gras. Bei deinen Ermittlungen findest du Hall of Fame Sammelkarten. Ach, vergiss nicht, dass du es bist, der diese Karten findet, nicht Blackside. Und dass das Sammeln für die Geschichte des Spiels keine Rolle spielt. Schau dir jeden Winkel genau an. Karten können überall versteckt sein. Finde sie alle, um deine Hall of Fame zu vervollständigen. Ja, spitze. Okay, ja, vielen Dank. Tipp deaktiviert. Okay, Hall of Fame. Nee, weiter. So, sehr cool. Ach so. Gut, gehen wir mal weiter. Mal gucken, was hier läuft. Gibt es ja sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann da durchgehen. Ja. Bringt aber jetzt nicht so direkt was. Okay, und hier kommt er. Doch, er kommt weiter. Okay, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil nach unten heißt nicht auch wirklich nach unten. Nicht zwingend. Oder nach links. Nach links. Jetzt ist es tatsächlich so. Okay, ist aber nichts weiter. Ne? Oh, guck mal hier. Jetzt ist sich jemand gemütlich gemacht. Mit den Strandstühlen dort. Okay, das können wir aussuchen. Ist nicht wichtig, aber hey. Helenmore Secret. Champions. Energie für Champions. Jawohl. Sehr gut. Freut mich. Was ist das da? Nee, ich will nicht... Was? Nee. Hä? Warte, wie komme ich wieder raus? So, mit Backspace. Ach, ich muss erst mit Tab wechseln. Oh. Also erstmal nehmen wir das... Jawohl, das nehmen wir mit. Nee, möchte ich mir nicht angucken. Aber hier hatte jemand ein Candlelight-Dinner, ne? Naja, nicht ein Candlelight-Dinner, aber ein... Warte mal, was war denn das? Moment. Nee, lass mal gucken. Da stand doch noch irgendwas. Ich habe nicht... Ja. Los, raus hier. So. Stand da nicht noch irgendwas? Kamera schwenken. Ach so, das war nur das. Okay, alles klar. Nee, dann müssen wir das nicht mehr sehen. Liegt da irgendwas? Ist total unwichtig. Amerika-Flagge. Jawohl. Da liegt gar nichts. Okay. Und da drüben hat jemand randaliert. Schönes Plätzchen, um Sonja auszuspionieren. Okay. Müssen wir das denn? Man weiß es nicht.
Oh, hier, wir kommen noch höher. Oh, cool. Kommen wir noch höher? Okay, also die Steuerung ist schon ein bisschen... Nee, wir kommen wohl nicht höher. Okay, schade. Schade, schade, schade. Gut, gehen wir mal wieder raus. Jawohl. Wo hat er eigentlich seinen Schwanz versteckt? Wo ist sein Schwanz? Okay. Sollen wir ein bisschen Boxen üben? Wie wär's? Was ist das da? Winning? Achso, der Sieg ist nicht alles, wohl aber der Wille zum Sieg. Sehr gut. Ja, weg. Das dauert ein bisschen länger. Okay, so, hier finden wir vielleicht was. Boxing Academy, da kommen wir raus. Da will ich aber noch nicht hin. Ich möchte mich hier erstmal nochmal weiter umsehen. Wir gehen auch gleich hoch in den Boxring. Speed Power, Extra Determination. If you want to box, train to... Was? Off? Was? Train? Train harder. If you want to win. Ach so. Scheint an der Oberfläche trocken zu sein. Aber es ist kein Staub da. Und weiter unten. Was? Hinweisbenachrichtigung. Alle gesammelten Hinweise werden im Blacksets Gehirn gespeichert. Wenn du einen neuen Hinweis findest, erscheint eine Benachrichtigung. Sobald du genug Hinweise hast, kannst du sie wie ein Puzzle zusammensetzen, um wichtige Entscheidungen zu fällen und deine Ermittlungen weiter voranzutreiben. Unten ist es noch feucht. Vielleicht an dem Tag runtergefallen, an dem Dan starb. Möglich. Okay. Wessen Fußabdrücke sind das? No pain, no gain. Ja. Alles klar. Okay. Dann gehen wir halt. Was war das da eben? Okay. Stabil. Okay. Stabil. Cool. Da oben. Wenn du boxen willst, musst du... Ja. Okay. Alles klar. Musst du härter trainieren. Ja. Los, lass mich raus da. Ich hab's gesehen. Schon gut. Okay. Da geht es auch noch irgendwo hin. Sollen wir das erstmal machen? Ja, los, das machen wir erstmal. Mal gucken, was hier so los ist. Da sind... Ist da ein Hotspot? Wieso komme ich da nicht ran? Hä? Nee. Ich will... Okay, die Bewegung ist schon ein bisschen was zufällig hier. So, okay, alles klar. Gary Linford. Cool. Aber da war doch auch was zum Lesen, oder nicht? Nö, ist es nicht. Na gut. So. Lecker, lecker, lecker. Müssen wir in die Dusche gehen? Bitte nicht. Okay, was steht da? Fuck. Was? Scheiße. Oh, Alter. Das Hirn eines Rassisten ist so voller Hass, dass unwichtige Dinge nicht mehr reinpassen, so wie gesunder Menschenverstand oder Rechtschreibung. Doch dieser höchst kultivierte Autor hat den Fehler entdeckt und versucht, ihn zu korrigieren. Bin mir aber nicht sicher, was mir das Ergebnis sagen soll. Oh, furchtbar. Neuer Tipp auf Yale Spins sind rassistische Schmierereien. Ja. Bobby Yale. Aber nicht nur auf seinem Spins, sondern das ist doch quer rüber geschmiert. Was soll das? Und vor allen Dingen in einem Boxclub. Ernsthaft? Ich dachte, da sei mal ein bisschen... Weiß ich nicht. Abgeschlossen. Doch ein wahrer Detektiv verlässt das Haus nie ohne seine... Manchmal muss auch der erfahrenste Detektiv nochmal zurück nach Hause, um seine Dietriche zu holen. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Er fährt jetzt einfach weg. Okay, war das eine kluge Entscheidung? Joe Dunn. Joe Dunn's Boxing. Das war keine kluge Entscheidung. Es klingelt. Es klingelt immer noch. Schatz, gehst du mal ran? Ist bestimmt wichtig. Hallo? Zu spät. Ich hoffe, das war kein Klient. Statistisch gesehen muss ich mit einem Vertreter zu tun gehabt haben. Oder noch schlimmer, der Therapiegruppe für Kriegsveteranen. Ach,
Ich dachte, dass ich die Dietriche auf dem Tisch da liegen hatte. Was? Und wieso wird das hier so unscharf? Braucht er eine Brille? Okay, das finde ich gut, dass wir uns hier jetzt ein bisschen umsehen können. Okay, vielleicht war es doch ganz gut. Sag mal, da oben steht eine Katze, eine Katzenskulptur. Da er selbst ja eine Katze ist, heißt das, das ist Pornografie? Ich frage nur. So, was haben wir hier? Okay, ach du liebe Zeit. Oh Mann, ey. Was hast du nur gemacht, um dir die Bewunderung einer jahrtausendealten Kultur zu verdienen, Vetterchen? Weiß ich nicht. Okay. Was ist, wenn das Einzige, was einen noch am Leben hält, genau das ist, was einen nicht vorankommen lässt? Vergessen, erinnern. Ich möchte mich mal erinnern. Es ist noch zu früh für einen endgültigen Abschied. Sie würde mich ja eh nicht hören. Natalia, wer ist denn Natalia? Müssen wir wahrscheinlich... Es soll ja angeblich mehrere Teile geben. Ich kenne jetzt nur diesen einen hier. Oh je, oh je, oh je. Na super. Ich trinke, ich tue so, als würde ich was trinken. Ich tue nur so. Hier ein Tipp für angehende Detektive. Tut so, als hättet ihr ein Alkoholproblem. Klienten stehen voll auf Stereotype. Der wahre Grund? Mit Tequila mache ich meine Dietriche sauber. Ich war gerade damit fertig, als dieses Nashorn reinkam. Vielleicht sind sie bei dem Kampf ja runtergefallen. Das ist durchaus möglich. Aber wir haben hier noch mehr. Ich möchte mir natürlich alles angucken, ne? Der braucht eine Brille. Der gute alte Weekly hat bei diesen Fotos ganze Arbeit geleistet. Oh meine Güte, oh nein. Vielleicht soll ich ihn mal anrufen. Wobei ich hoffe, dass er niemals erfährt, dass ich ein gesalzenes Schweigegeld ausgeschlagen habe. Alter. Ich frage mich, ob das Nashorn wirklich den Nerv gehabt hätte, das Ding zu benutzen. Weiß ich nicht. Werden wir aber auch nicht mehr herausfinden. Die Geschichte ist vorbei. Jetzt haben wir da noch das Telefon. Ist das nötig? Niemanden anrufen? Donna Blackside, Kommissar Müller? Nee, erstmal niemanden anrufen. Ich wüsste noch nicht, aus welchem Grund. Hier vorne haben wir noch was, die Schreibmaschine. Ist die noch heil geblieben? Warte, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Warum nicht? Jetzt komme ich wieder ran. Okay. Manchmal tippe ich darauf auch Berichte, die kein Schwein liest. Und Rechnungen, die kein Schwein bezahlt. Okay. Gut, das war, ist alles schön zu wissen, aber hilft uns noch nicht weiter, ne? Wir sollten die Dietriche suchen. So, die sollen da ja drunter geflogen sein. Warte mal, lass mal gucken. Ja. Sag bloß, da kommst du nicht ran. Ach so. Ja, verschieb das Sofa. Alles cool. Was? Warte mal. So. Okay. Oh, das wäre der Quicktime-Event. Macht er nicht. Warum nicht? Hä? Ich war zu spät, ne? Okay, jetzt aber. Oh, nicht jetzt. Ich bin gerade beschäftigt. Da sind sie. Die meisten Detektive fühlen sich mit einer Pistole in der Tasche wohler. Mir persönlich sind Dietriche lieber. Immerhin kann ich mir bei diesen kleinen Kerlchen sicher sein, dass die nicht nach hinten losgehen. Trägt er Handschuhe oder hat er tatsächlich keine Krallen? Okay, ich gehe mal ran. So, was ist? Hallo? Wo zur Hölle warst du bloß, John? Ich dachte, du bist an dem Fall dran. Ich mache nur meine Arbeit. Hey, ich mache hier nur meine Arbeit. Nächster Halt, die Wohnung von Bobby Yale. Na gut, versuch einfach ein wenig kommunikativer zu sein. Du hast einen beschissenen Eindruck hinterlassen und jetzt will Sonja sich das mit dir nochmal überlegen. Okay, wir hätten nicht so früh gehen dürfen, ne? Kann das sein? Zu blöd. Was haben wir denn hier noch? Da war doch eben noch was. Okay, Whisky. Nee, brauche ich nicht. Das Kommissar Smirnoff hat diese Zigarette geraucht. So wie er die ausgedrückt hat, war er ziemlich nervös. Warum?
Was ist da hinten? Ah, noch eine Sammelkarte. Cool. Weiter. Nee, will ich nicht ansehen. Okay, so, ein Whisky. Riecht gut. Hat noch besser geschmeckt an dem Tag, als Mirnov mir den zum Dank für einen Gefallen mitgebracht hat. Ein Gefallen, für den ein Bulle niemals bezahlt werden sollte. Okay, so, ich glaube, wir können gehen, ne? Was ist hier? Na, ich muss gucken. Es tut mir so leid, ich muss gucken. Oh. Eine Erinnerung. Ach ja, da warst du noch jung, ne? Ja. Das lässt ihn aber nicht so ganz los, ne? Guck mal, hier hat er noch ein Certificate. Aber nee, ach, da guckt er aus dem Fenster. Oh, nett. Nee, das müssen wir aber jetzt nicht wissen. Nee, 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 ist schon gut. Das ist so spannend, finde ich es dann doch nicht. Okay, gehen wir mal raus. Dann sollte hoffentlich ein nächster Speicherpunkt kommen. Im Nachhinein wünschte ich, dass ich meine Dietriche nie gefunden hätte. Dann wäre ich vielleicht nicht zurück zum Boxclub gegangen. Ich stieß das Tor zur Hölle auf. Was? Was? Laden. Und ein erneuter... Wir sollten mal eine Pause einlegen, ne? Ui. Nun, jetzt sind wir gerade mittendrin und ich überquatsche den Ladebildschirm, weil der so wahnsinnig spannend ist. Guck mal, 99. Und es dreht sich und dreht sich und speichert. Wo fährt er denn hin? Ich will zurück in den Boxclub. Wo fährt er denn hin? Bobby Yales Wohnung lag auf dem Weg. Also beschloss ich, mitsamt meinen Dietrichen vorbeizuschauen. Der Boxclub konnte warten. Das war eine falsche Entscheidung, ne? Das war definitiv eine falsche Entscheidung, dich im Boxclub weiterzumachen. Okay, das sehen wir uns. Nein, komm. Okay. Sonja und Jake hatten bereits alles durchsucht. Ohne Ergebnis. Ein guter Detektiv sollte zweifellos mehr Glück haben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber... Ui. Oh, die. Oh nein, jetzt kommen wir wieder. Wenn man so eine verpasst kriegt, ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gerne erkenntlich zeigen und... Ja. Was? Ich hab doch gedrückt. In Büchern. Ich hab doch gedrückt. Alter! Okay, nee, das versuche ich jetzt nicht erneut, sondern sag erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich hoffentlich das ein bisschen besser auf die Reihe kriege. Also, macht es gut. Tschüss!